Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge The Elder Scrolls Online. So, ich werde erstmal das hier benutzen und dann gehen wir mal nach draußen. Wir müssen nämlich nach Auridon. Und zwar hierhin. Und zwar dahin. Reisen. Was ist das hier? Auf der linken Seite sehen wir schon mal hier so eine hier Kartenfortschritt. Wir haben hier noch eine unentdeckte Höhle, kann das sein? Ach nee, was wir nicht geschafft haben, ne? Nee, warte mal. Doch. Was wir nicht geschafft haben, aber entdeckt haben. Das ist ein... Die Zahnbrecherinne, keine Ahnung. Ein Dungeon. Hier muss aber irgendwo noch so ein Dolmen sein. Da oben haben wir ihn. Da haben wir ihn. Ach hier. Müssten wir den jetzt mitmachen? Was sind denn da das Vorletzte, diese komischen Steine da? Von 16. Ach, das sind... Das sind bestimmt diese... Nehmen wir mal erstmal hier hinreisen. Diese... Weltenscherben? Heißen die so? Ach, jetzt zeig ja. Ja, eigentlich wollte ich ja was anderes sagen. Warum jetzt nach Auridon? Ich habe jetzt... eine ganze Weile nicht mehr aufgenommen. Ich hatte schon ein bisschen Jut und Vorlauf gehabt. Und hab mich dann immer so täglich jetzt immer eingeloggt, damit ich diese täglichen Belohnungen da mitnehmen kann. Gibt ein bisschen was zu erzählen jetzt. Neuigkeiten. Ja. Und zwar, wenn wir jetzt hier mal rausgehen, die erste Neuigkeit ist erstmal mein Pferd. Direkt aus der Hölle. Plötze aus der Hölle. Dieses schöne Getier gab es für die Vorbestellung von Elsewhere. Und ja, ich hatte in der einen Folge gesagt, ich werde mir erstmal keine Erweiterungen holen und bla und hier und hast du nicht gesehen. Tja, fand aber das Tier nice und dann gibt es jetzt, wenn Elsewhere dann rauskommt, nochmal ein Reittier irgendwie und ach, ich weiß schon ja nicht mehr, irgendwo eine Kleidung gab es denn noch und ach, ich hab so viel. Wo finde ich denn eigentlich, warte mal, Kronenshop, tägliche Geschenke, nee, Geschenke war in Inventar, Matthias irgendwo, Vorräte, Sammlungen, Aussehen, Kostüme hier, ne? Ich glaube, das hier war das. Das habe ich hier auch noch als Vorbesteller, glaube ich, möchte ich sagen. Was haben wir hier noch? Wofür habe ich die? Habe ich die mir mal geholt? Ich glaube, das war bei diesen täglichen Belohnungen. Wir bleiben aber trotzdem hier. Urlaub in Balmora. Oder Balmora. Ja. Was habe ich noch? Reittiere, freundliche, friedliche Begleiter. Wir haben den Hund. Wir haben so eine komische Ischalratte. Nee, Ischalette. Pfeffer ohne Zwergua. Oh, der Krater meckert. Wo haben wir den denn her?
Exklusiv, der. Ah! Elsweyer. Okay. Eine Belohnung für das erstmalige Betreten Orsiniums. Okay. Ischalette, Störi. Siesta? Wie heißt unser Hund? Sandy heißt unser Hund. Ich weiß ja nicht mehr, wie wir den genannt haben. So, und dann kommen wir mal zum Inventar. Alles klar. Inventar. Es gab. Ich weiß jetzt ja nicht mehr, wo weit war. Ja. Ich glaube, das war hier schon gewesen. Ganz genau. Blitzstab des Julianus. Und unten steht schon hergestellt von Hoeren. Und der Gute hat ein paar Sachen geschickt. Und ihr seht, es ist schon Julianus hatten wir schon mal gehabt. Lieber Hohe Ehren, ich kann es noch nicht anziehen, weil ich kurz vor 32 stehe. Also, ihr habt komplette Rüstung von ihm. Weil ich mal sehr, sehr dufte finde. Danke dir dafür. Und, macht der Kater jetzt? Sag mal, hör auf zu spinnen da. Ist schon wieder Scheiße gebaut. Damit ihr nochmal da nichts. Recht herzlichen Dank dafür. Dann hat er mir noch geschickt. Warte mal. Runen hat er mir noch geschickt. Kann ich die jetzt hier irgendwo sehen? Warte mal. Materialien? Nee, da war nicht Vorräte. Hier, da. Maximales Leben. Naja, maximales Leben weiß ich noch nicht, ob ich das kriege. Moment mal kurz. So, das ist ab Stufe 30. Die werden wir dann da einfügen. Hier ist noch Magiekraft. Magiekosten. Und dann werden wir mal sehen, wo wir das hier einbauen denn. Muss ich mal sehen. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall dafür einen recht herzlichen Dank. Und so, jetzt kommen wir zu dem Grund, warum ich hier eigentlich in Vulkelwacht bin. Ich muss hier hin. Und zwar will ich. Will ich. Zur Magierschule. Genau. Geht zur Magiergilde von Vulkelwacht. So, die Frage ist jetzt da. Die Retterin von Himmelswacht, das Ausbildungslager der Erben zermalmt. Trinimak bewache euer Herz, Reisende. Möge er Stahl in euren Rücken pflanzen und eure Schläge führen. Alles klar. Der dann Dinger Waffel, oder? So. Also, wir können ja jetzt hier was machen. Das Vieh sieht. Sieht mir mächtig geil aus. Ich muss sagen, ja. Na komm hier, du mit deinem weißen Wolf oder was das war. Oh, der hat einen weißen Wolf. Und der ist viel schneller unterwegs als ich. Aber es soll uns nicht weiter stören. Mit diese Rüstungen herstellen, da habe ich ja schon mal nachgeguckt gehabt. Bin mir aber jetzt gerade nicht so sicher, wo man den Julianus da findet. So, mit wem soll ich hier reden? Ach da. Ah, ausgezeichnet. Ihr habt meine Nachricht erhalten. Offensichtlich ist diese kleine Kreatur nicht völlig nutzlos. Unheilsbruten können so kindisch sein. Ich hoffe, ihr habt nichts Dringendes vor. Wir könnten hier eine Weile hängen bleiben. Tarn, warum seid ihr so gekleidet? Ich kann ja wohl kaum mit meinen Reichsinsignien durch die Stadt stolzieren, oder?
Eure Bedenken bezüglich meines Sinns für Mode sind rührend, aber irrelevant. Ich habe euch aus einem Grund rufen lassen. Wenn wir unser weiteres Vorgehen festlegen wollen, benötigen wir mehr Informationen. Wovon sprecht ihr? Mittlerweile sollte euch bewusst sein, dass euer prophetischer Kaiser diese katastrophalen Ereignisse herbeiführte. Alles, was passiert ist, ist sein Fehler. Mani Marco hat ihn getäuscht. Es war nicht sein Fehler. Zugegeben, Mani Marco kann sehr überzeugend und charismatisch sein, wenn er will. Wir glaubten ihm, als er sagte, er könnte mit dem Amulett der Könige Varens Blutlinie ändern. Aber warum gebt ihr dann Varen die Schuld? Ihr habt Varen in Kalthafen das Leben gerettet. Im Gegenzug hat er euch angelogen, was seine wahre Identität und seine Rolle beim Seelenbruch anbelangt. Er hat euch von Anfang an manipuliert. Vielleicht wäre die bessere Frage, warum ihr Varen keine Schuld gebt. Sagt mir einfach, warum ihr mich hergerufen habt. Varen möchte eine neue Gruppe von Gefährten vereinen, ganz wie die einstigen fünf. Er behauptet, er erfülle damit die Prophezeiung aus diesen erbärmlichen Schriftrollen, die er sein eigen nennt. Abergläubischer Nonsens, aber in einem Punkt hat er recht. Wir müssen Sai Sahan finden. Warum ist Sai Sahan so wichtig? Im Chaos, das auf den Seelenbruch folgte, stahl Sahan das Amulett der Könige und floh aus der Kaiserstadt. Wir werden dieses Relikt brauchen und nur er weiß, wo er sich befindet. Und wo ist Sai Sahan jetzt? Er wurde von Mani Marcos Schergen gefangen genommen und an einen unbekannten Ort gebracht. Wir müssen herausfinden, wo er festgehalten wird. Was soll ich tun? Mani Marco verwahrt seine geheimsten Dokumente in einem verborgenen Lager dädrischer Kultisten tief in Gratwald, in den Ruinen der Wurmwurztiefen. Wir müssen dorthin reisen und nach Hinweisen suchen. Ich werde sofort losziehen und euch dort treffen. Denkt daran, Wurmwurztiefen, Gratwald. Ich treffe euch drinnen. Ich habe noch ein paar Fragen. Wenn ich Titanenkinds gehaltloses Geprahle ertragen kann, dann überlebe ich sicher auch eure ganz gewiss lehrreichen Ausführungen. Fahrt fort. Ja, haben wir, glaube ich, alles schon, ne? Ja. Gut, wir müssen wieder zurück nach Gratwald. Wir sind ja nicht mehr so verkehrt. Ich nenne das Charlidors Erbe. Charlie Browns Erbe? Hui, Charlie Brown. So, warte mal, ich müsste ja eigentlich... hier mal wieder was machen, wa? Wo ist denn hier der Olle? Analysieren. Ach, Tage. Ich mache erstmal das hier. Schuhe des Zwielichts. Das war mir klar, dass das jetzt angezeigt wird. Was ich. Na ja, gut, okay. Lehrend. Dann nehmen wir doch die Handschuhe. Die übrigens Hoeren damals schon mal hergestellt hat. Können wir die jetzt dazu nutzen? Da waren sie noch Stufe 10. Naja, machen wir das mal. 4 Tage. Alles klar. So, die Frage ist jetzt, wir gehen jetzt noch schnell mal da hoch. Eigentlich müsste ich hier mal mich täglich aufhalten und hier die täglichen Schneidersachen und Schreinersachen machen. Aber Flammenstab, Forstblitzstab, das ist so hier, ja. Oh, das Propheten. Hier können wir nichts machen, alles klar. Aber was ich machen will, warte mal. Ich muss... Magiergilde, nee, da muss ich hin. Kann ich da hin? Kann ich da irgendwas setzen? Warte mal. War das so? Nee. Ach, hier. Aus dem Weg da, ihr Lappen. Warte mal da.
Dann kann ich nämlich noch ein paar Materialien schnell mal ablegen. Bevor wir hier unsere Reise weiterziehen. Oh, ich muss niesen, Alter. Aber warum denn? Noch der Dolm im Hintergrund. Ist er völlig am Ausrasten? Moin. Auriel weiß, ich bin hier, um zu dienen. So, wir wollen nicht entnehmen, wir wollen einlagern. So. Behälter? Was ist das denn hier? Dieser Dremora Schädeleimer enthält einige Geheimnisse des Handwerksstils der Dremora und Gegenstände von zwielichtigem Interesse für Hexen und Hexenmeister. Ihr könnt ihn euch nur einmal am Tag verdienen. Okay, kenne ich gar nicht. Hält allerlei Gegenstände, die Hexen und Hexer als interessant erachten. Was ist das denn? Kenne ich gar nicht. Oh, Leute, was ist das? So, ja. Hosen wurden mir eigentlich nicht angezeigt, ne? Hier, das können wir weg. Das. Kernholz. Ich glaube, ich muss da nochmal. Hier, 800 tödliches Kronengift. Kriegst du einfach nur, weil du. Ja. Hier täglich da irgendwas machst. So, die Glyphen. Seuchenschaden. Hört sich ja auch nicht verkehrt an, hä? Ich lass die mal drinnen. Die geben guten Preis beim Händler. Eigentlich ist mir das alles noch. Kopf hat er ja nicht. Ach so. Scheiße. Ja, wir machen erstmal das hier noch alles frei hier. Verdorbenes Fell, Plunder. Ach, guck mal an. Saum und Stickerei, Lederfetzen. Flachs können wir auch irgendwas herstellen. Das, können veredelt werden. Die auch. Das auch. Baumwoll, Schulterpolster. Schwerter können wir auch erstmal alles verscherbeln. Wir haben jetzt noch zwei leere Seelensteine. Den Buchenblitzstab können wir weghauen. Die behalten wir. Lederwams der Ausdauer können wir weghauen. Das Mittel. Und dann muss ich mal gucken, was ich. Museumsstück. Man sowas? So. Wir nehmen erstmal hier die Koteletts. Ne, warte mal, halt. Da muss ich raus. So, ich renne doch schnell nochmal zum Händler. Verscherbel mal eigentlich, was ich hier verscherbeln kann. Wir werden dann auch noch schnell was veredeln. Oh. Scheiße, jetzt habe ich nochmal gedrückt. Wird das denn noch größer? Nee. So, was ist das hier? Veredeln? Ja, veredeln. Hier.
alles klar. So, wo ist jetzt der Spacken hier? Wenn ihr mit Stoff oder Leder arbeitet, dann bin ich euer... Naja, so Einkauf nicht. Hier haben wir Plunder. Weg damit. Die kommen weg, die kommen weg. Kupferhalskette kann weg. Leicht, hier war nichts zu analysieren, oder? Kann weg. So, das bringt hier ja nichts. Warum habe ich... Hä, wieso habe ich denn diese Eigenschaften? Ach, wir haben ja gerade... Ja, ja, alles klar. Dädrische Kette, Segment. Das können wir ja später jetzt denn benutzen. Alles klar. So, die Glyphe kommt erstmal weg. Ausdauer brauchen wir auch nicht. Hoherens Sachen werde ich erstmal behalten. Magiekosten von Zaubern. Maximale Magika ist schon mal gut. Das ist eine Schmuckglyphe. Er hat mir auch eine Schmuckglyphe gewährt. 153 Magiekraft. Was ist denn Magiekraft? So, das ist das hier, Frostschaden, können wir weghauen, die behalten wir. Das ist jetzt auch Rüstung. Rüstungsglyphe 15, weg. Beim Schreiner müssen wir noch so vorbei. Hier, das Schwert kann weg. Den wollten wir weghauen. Okay. Lederwams Mittel kann weg. Das können wir noch analysieren. Die würde ich jetzt so ja behalten wollen. Mittel kann weg. Oder? Wir haben ja leicht, ne? Warte mal, leicht. Der Bogen kann weg. Schwer kann weg. Wir haben ja leicht, haben wir ja. Der kann weg. Schwert kann weg. Blitzstab behalten wir. Da muss ich erstmal gucken, was das ist. Das bringt auch nichts. Gut. Wo muss ich denn jetzt hin? Da. Naja, wir pümmeln schon wieder rum. Ja, man will immer so zwischendurch nicht irgendwo hingehen, wisst ihr? Und ach, das ist immer so. So ein. Ein weichgewandiger Magier? Bewegung! Gut, jetzt haben wir das aber gleich. Dann schaffen wir ja vielleicht nochmal eine. Zum nächsten Punkt. Naja, das Problem ist immer bloß, man will ja mal an der Ort und Stelle bleiben, wo man jetzt, sag ich mal, aufgehört hat mit der Aufnahme. Damit man da, ja, Anschluss hat. Dann sind aber diese Probleme halt, dass man, halt diese Inventar voll ist. Auriel weiß, ich bin hier. Einlagern, so. Warte mal, ich mache mal eins nach oben. So. Hier, Blutstein, Quarz, bla, ja.
Baumwollfasern. Flachs können wir ein. Die Fasern lassen wir erstmal. Halbleder. Hätte ich doch Leder draus machen können, oder? Geschliffene Buche, geschliffene Eiche, Pech. Ja, ist ja halt Pech, ne? Unbearbeitete. Gut. Rest können wir drinnen lassen. 70 ist okay. Mir wurde letztens gesagt, wie das sein kann, dass man immer über volle Inventare so rummeckert. Und dass man, dass derjenige alles, was er nicht braucht, verscherbelt. Ja, mach ich auch. Aber wie gesagt, wenn ich unterwegs bin, dann hindert mich ein volles Inventar einfach. Gradwald, wo war aber Gradwald? Hier war Gradwald. Dann hindert mich halt ein volles Inventar daran, einen vernünftigen Spielfluss zu haben. Das ist genauso wie bei Witcher, wenn ich höre, ein Kumpel von mir, der macht ja auch Let's Plays, der The Funke, der hat The Witcher 3 auf PlayStation gespielt und da gibt es keine Mods. Und dann muss alle Nase lang, muss er sich einen Händler suchen und da du ohne Mods spielst, hast du erstens nicht das erweiterte Inventar, kannst du dir nicht machen lassen und du hast nicht diese... Für die Händler, dass die Geld, dass die 5000 Goldstücke haben, hast du auch nicht. Du musst also erstmal dahin. Du musst erstmal einen Händler suchen. Da kannst du dann 5-6 Sachen verkaufen. Hast aber trotzdem noch den Ranzen voll. Und, Freunde, also mir persönlich, ich meine, ja, der ein oder andere würde jetzt sagen, ist aber nicht realistisch. Was sind das hier? Verflötzt. So ein Rieseninventar und so, aber ganz ehrlich, völlig Banane. So, aktive Quest sucht. Wo ist denn jetzt die Aufgabe von mir? Hier oben. Da sind wir noch nicht. Alles klar. Dann machen wir erstmal hier weiter. Und werden jetzt diesen Weg hier runterrennen. Aber ihr wisst, was ich verstehe, was ich meine, oder? Dass diese vollen Inventare, man möchte ja so viel mitnehmen und ich möchte nicht noch jetzt anfangen zu suchen, was könnte mir denn jetzt mehr Geld bringen und was nicht. Den grauen Morast entdeckt. Soldat, eure Wachsamkeit in Ehren. Aber die Argonia im grauen Morast sind Gäste. Bremst euren Eifer oder ich lasse euch die Barrikade schrubben. Wegtreten. Oh nee, das ist die... Wer Star Wars The Old Republic kennt, die ist die Stimme von dieser komischen Ärztin auf Taris, die dir dann mit diesem komischen Rakul-Zeugs da infiziert. Oh, wie heik er hasst. Und die redet hier genauso. Oh nee, nicht gegen die Stimme. Liebe Synchronsprecherin, nicht gegen deine Stimme, aber... Hat keinen guten Eindruck hinterlassen. Seid ihr wegen der Flüchtlinge hier? Ich habe das schon den drei Inspektoren aus Eldenwurz erklärt. Bis ihr Status aufgehoben ist, bleiben die Argonia in der Umzäunung. Argonia? Was geht hier vor sich? Öffre sei gepriesen. Endlich jemand, der nicht nur die ganze Zeit von argonischen Spionen redet. Letztes Jahr ist dieser Stamm in Gradwald aufgetaucht. Sie kamen als Flüchtlinge. Doch weil wir nun alle Teil des Dominions sind, können meine Vorgesetzten sich nicht entscheiden, was mit ihnen geschehen soll. Können Sie das Dominion... Können Sie das Dominion ausspionieren? Auf keinen Fall. Dieser ganze Stamm wurde von den Dunkelelfen versklavt. Sie haben noch mehr Grund, den Ebenherzpakt zu hassen, als ihr oder ich. Doch jemand in Eldenwurz hat beschlossen, ein Exempel zu statuieren. Und nun gibt es plötzlich Barrikaden. Daher brauche ich Hilfe von außen. Sagt, was ihr braucht. Hier ist eine Liste der Anführer des Stammes. Ich muss erfahren, warum sie sich weigern, mit uns zu sprechen. Wenn in meinem Bericht nicht ausdrücklich steht, dass sie mit uns zusammengearbeitet haben, werden meine Vorgesetzten das als Vorwand nutzen, um sie ins Exil zu schicken. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Soldaten und Barrikaden sind nicht gerade ein Willkommensgruß. Aber wenn die Argonia nicht mit uns sprechen wollen, werden sie nicht mehr lange in Gradwald bleiben. Was könnt ihr mir über die Anführer des Stammes sagen? Uta Tei ist eine Art spirituelles Oberhaupt.
Sie gehört zur freundlichen Sorte. Slim Ja verdient sich ihren Lebensunterhalt mit Fischen. Und ihre Augen sind so kalt und tot wie die ihres Fangs. Und was keine Finger angeht, ich habe keine Ahnung, was er macht, aber der Stamm respektiert ihn. Keine Finger, du. ist der Talmor normalerweise verantwortlich für die Soldaten? Nein. Als Justiziar weist mich der innere Rat des Talmor an, dafür zu sorgen, dass das Gesetz des Dominions eingehalten wird. Sie haben mir noch nie die Verantwortung über Soldaten gegeben. Ohne ein Feldlager voller Soldaten an meiner Seite hätten die Argonier mir vielleicht vertraut. Aber in Eldenwurz sehen sie es etwas anders. Okay, was könnt ihr mir über die Anführer des Stammes erzählen? Haben wir schon. Gut, Freunde der Sonne, ich würde sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss und ich muss mal gucken, meine Video-FPS hängen hier voll auf die 60 und aufnehmen tue ich ja mit 30, weil irgendwie nimmt das mir nicht in 60 FPS auf, auch wenn ich 60 FPS dauerhaft habe, aber naja, gut, ist eine andere Sache. Soll jetzt nicht so wild sein. Ich werde mal gucken, ob ich hier noch V-Sync drinne habe und ob ich das vielleicht mal rausnehme. Vielleicht mal noch ein bisschen mit der Grafik spiele. Mal sehen. Die Folge hier könnte schon sein, dass ich sie eventuell in 1440 hochlade bzw. rendern werde. Muss ich mal gucken. Lasst euch überraschen. Bei Star Wars hatte ich angefangen damit. Gut, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin haltet die Ohren steif und tüdelü.